Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge MotoGP 2017 Mod. Und wir sind immer noch in Valentino Rossi The Game. Und heute fahren wir mit Jonas Folger und seiner Tectuar Yamaha mal eine Runde in Katar auf dem Losail International Circuit, heißt er so. Wir werden es gleich sehen. Genau in Katar. Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke, aber ich möchte auch mal ja, Strecken zeigen, die hier nicht so oft vorkommen, die ich nicht so oft fahre. Und ja, fangen wir mal mit Katar an. Ich bin mal gespannt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich finde es ja immer so cool bei Nachtrennen, auch bei Formel 1 und so weiter, wenn dann die Scheinwerfer, die Flutleuchten auf die Bikes, auf die Fahrzeuge leuchten und das glänzt dann immer so richtig cool. Das sieht immer so richtig cool aus. Mal gucken, wie das jetzt hier so rüberkommt. Einem langen Vorbereitungswochenende startet endlich das Sieht auf Rennen jeden um Fall, also Mitte. die Bikes sehen auf jeden Fall hell aus, aber man hat halt Jetzt keinen will man doch schönen als erster Leuchteneffekt. ins So, hier sehen wir die Yamaha von Jonas Folger am Start. Können wir mal, bevor hier die Ampeln angehen, auch nochmal in die Kamera natürlich. Es sieht ein bisschen komisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Sieht schon sehr erhellt aus, aber man hat hier keinen Glanzeffekt irgendwie. Aber ja, hier die 94, der Red Bull Helm. Jonas Vollgas. Und der wird auch dieses Jahr Vollgas geben. Als Deutscher, als einzigster Deutscher in der MotoGP-Klasse. Und da ist Potenzial da. Da ist Potenzial da, die Tech 3. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Ist jetzt kein Bike vom Werk. Ist ein Privat. Oder sag mal Privatteam. Ich verwechsel das immer. Privatteam. Was waren das andere? Prototypenbike? Ne, Kundenbike. Genau, Kundenbike, ne? Ist ein Kundenbike. Ist kein Werk, kein Werksbike. Aber da ist das Potenzial da, gute Ergebnisse einzufahren. Im guten Mittelfeld, im vorderen Mittelfeld. Bis ganz nach vorne wird es nicht reichen. Da fahren die üblichen drei Teams vorne weg. Mal gucken, wie es mit Suzuki aussieht. Ob man da vielleicht auf einer Augenhöhe mithalten kann. So, hinten drängelt schon. Sehr weit raus. Ja, Katar, wie schon gesagt, gehört jetzt nicht, da werden wir aber gut durchgereicht, gehört jetzt nicht zu den Lieblingsstrecken von mir. Und logischerweise fahre ich die dann auch nicht so oft und habe die einfach nicht im Blut drinne, könnte man schon sagen. 15. jetzt vorne Miller. So, aber jetzt hier lange gerade, können den Windschatten hier vom Teamkollegen nehmen, von Zarco, Alex Rins da vorne. Aber da kommt auch eine Pramac war das und uiuiuiui. Okay, keiner ist gestürzt. War ein hartes Manöver gegen Redding. Aber wir haben alle wieder überholt. Ups, uiuiui. Da sind sie zu dritt nebeneinander hinter mir. Vorne jetzt Barbera. Und apropos Barbera, apropos Ducati, die wollen ja auch in die Moto3 einsteigen, habe ich gehört. Mal gespannt, was sich daraus entwickelt. So, haben jetzt anscheinend ein bisschen Luft nach vorne. Barbera sind auf der 10. Hälfte des Rennens jetzt abgeschlossen. Aber was ich mit Katar so immer jedes Mal verbinde, ist diesen Rossi-Crash von. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2004 war, 2005 so in der Richtung, als da Rossi mit der Yamaha
im Rennen gecrashed ist. Und Rossi-Stürze sind schon in der Regel recht selten. So. Ja, wird vielleicht nochmal schwer da ranzukommen. Hinten, okay, hinten, da drängelt, da ist der MotoGP-Train. Wir ziehen den Zug. Ja, hier Bremspunkt, den kenne ich noch nicht so. Petrucci vorbei. Können wir aber wieder kontern, schön rausbeschleunigt. Aber jetzt mal gucken, dass wir an Barbera drankommen und auch vorbeikommen. Eine Runde haben wir jetzt noch. Und wir sind dran. Wir sind auf jeden Fall dran. Können jetzt hier raus beschleunigen, quer gestanden und vorbei. Aber wir müssen es auch halten. Wir sind nicht so stark hier auf der Strecke. Vorne Crutchlow und eine Suzuki. Das dürfte ja dann eher Nune sein, wenn Rins hinter uns ist und da ist der erste Fehler. Da kommt gleich wieder Barbera, aber er kommt nicht vorbei. Er fährt uns nur an. Ja, das dürften wir, glaube ich, halten. Also vorne dürften wir nicht mehr rankommen. Aber hinten, das sollten wir halten. Ja, optimal kommen wir jetzt hier nicht raus. Aber ja, das reicht. Also, das sollte reichen. Barbera greift zwar nochmal an, geht aus dem Windschatten raus, aber das reicht für ein Top 10 Ergebnis. Mit Jonas Folger auf der Tech 3, 9. Platz. Lassen wir mal kurz die Replay laufen. Und dann können wir uns mit diesen Bildern verabschieden. Es ist immer noch sehr faszinierend, auch nach jetzt einigen Folgen, die ich mit dieser Mod gemacht habe, wenn du diese Replays siehst und einfach diese neuen Lackierungen oder diese neuen Fahrer, die KTMs sind dabei. Da, ja, da kann man sich eigentlich echt nur auf die neue Saison freuen. Entschuldigung. Richtiger Hype am Start. Und ja, mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei der MotoGP 2017 Mod.